Jetzt hört man uns, genau. Die anderen hört man noch nicht, weil, also man hört uns gerade live. Hallo, hallo, es geht bei uns gleich los. Wir sind noch ein bisschen beim Einstellen. Den anderen hören wir gar nicht, das ist noch nicht so gut. Ich glaube, die haben sich beide gemutet. Bei der einen, den sollten wir hören. Ja, den hört man auch. Also hier stellst du die beiden... Das sind die beiden verschiedenen Mikrofone. Genau. Das ist Haukes Mikro und das ist Michas Mikro. Okay. Habt ihr keine drei? Nee. Das also ist dein, Micha, das ist Hauke. Meins ist, das regelst du nur hier rüber. Also meins ist extra. Ach so. Haukes und das, genau. Okay. Und Haukes und Michas ist das. Und man hört uns gerade live. Ja. So, man hört uns schon, man hört uns schon live online. Ja, ja. Weil wir das sonst mit dem Sound muss man nochmal abklären. Das kriegen wir alles hin, das ist das Wort. Weil jetzt die Soundkarte dazugekommen ist. Läuft. Man hört uns schon, ne? Man hört uns schon. Jedenfalls live hört man uns schon. So. Ich weiß nicht, ob das so richtig gut ist. Ich hoffe, ich muss es einfach nicht ändern hier. Boah, das ist schon... So richtig flüssig läuft es nicht, ne? Dann nehmen wir mal ein neues Fenster. Oh, als Gast rein, ne? Naja, das ist ja. Chromium, da habe ich nichts drauf. Den nehmen wir doch. So, nehmen wir den hier und nennen ihn mal Keybox Café Kugel. So, gleich geht's los hier. Ne? Ich moderiere das schon mal ein bisschen. Das läuft alles. So, wir genießen das Ganze gerade. Ich stoße gar nicht dagegen, du kannst einfach ganz entspannt hier das holen. Wir richten uns noch ein, ich wink schon mal in die Kamera. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da für euch. Aber schon mal für die Online-Leute, die jetzt hier sind. Wir haben hier wirklich tatsächlich Kaffee bzw. Kakao oder Tee. Ich habe Kaffee. Du hast Kaffee? Ja. Ich habe Kakao und Hauke hat Tee und wir haben alle Kuchen. Haben wir uns organisieren lassen. Lassen tatsächlich. Also ich muss sagen, das ist schon ein sehr, sehr großer Service, den wir hier haben. Und ich denke, wir machen hier gleich los. Start mal. Check. Dann fang du doch mal an. So, dann bitte einmal leise. Ja, das erste Mal, dass wir wirklich hier so zu dritt sitzen, bei Kaffee, also ich habe ja keinen Kaffee, aber ich probiere jetzt mal so. Kaffee, Kakao, Pinguin und Kuchen. Das erste Mal, dass wir wirklich so zu dritt live vor Ort sind, absolute Premiere. Und dass wir dieses Format hier auch live streamen und überhaupt, also das ist wirklich Premiere, das erste Mal. Schön, dass ihr alle da seid bei den 21. Kilo Open Source und Linux Tagen. Ja, genau, dann haben wir unsere lustige Fragerunde, die man ja auch von anderen Formaten natürlich von Linux Guides erkennt. Vielleicht stellen wir uns ganz kurz nochmal vor, wer wir überhaupt sind. Wer genau bist du denn? Das ist eine gute Idee. Also ich bin Hauke Bus-Habermann, Organisator oder Mitorganisator der Kilo Open Source und Linux Tage schon seit sehr vielen Jahren. Und wie lange machen wir das jetzt schon auf Linux Guides, unsere Livestreams? Drei Jahre schon? Fast drei Jahre sind es mittlerweile her, tatsächlich, ja. Schockschwere Not, also das machen wir jetzt noch schon ein bisschen länger. Ich muss lauter. Du kannst an dem linken Regler drehen für Hauke. So, bin ich jetzt lauter? Dann mach uns leiser. Ah, das Mikro, das kannst du mal ein bisschen näher ran tun, ja. Vielleicht kannst du ja auch halten, wenn es nicht so... Oder so, genau. Ja, genau, also... In drei Jahren, genau, da waren wir. Und genau, dich kennt man ja auch aus dem Internet und so. Genau, man kennt mich so ein bisschen aus dem Internet. Bin Streamer, Blogger und Vertretung immer bei Jean auf dem Kanal mitunter.
Und man kennt vielleicht unsere Konstellation sogar vom Tux/Podcast. Genau. Uns drei gibt es auch als Podcast-Format. Das wird dann teilweise sehr technisch. Das heißt, so anfängermäßig muss man wirklich dann wollen, ne, das dann zuzuhören. Ansonsten, mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere aktuell Informatik, komme aus Bayern und habe einen YouTube-Kanal Linux Guides. Da kennt man mich unter anderem drüber. Und genau, freue mich wieder hier zu sein. Linux-Nutzer selber bin ich jetzt seit über 10 Jahren schon und beschäftige mich eigentlich auch, so wie wir drei eigentlich auch beruflich, immer mehr mit Linux. Und genau, von daher denke ich mal, so ein grobes Grundverständnis, nicht viel mehr, sollten wir haben. Ja. Genau, und ich denke, jetzt ist es Zeit für euch. Vor allen Dingen für den Einstieg unter Linux. Wir werden auch eventuell immer mal wieder Fragen von dem Live-Chat dann online bekommen und werden einfach mal schauen, dass wir hier eine gemütliche Runde abbekommen. Wir haben tatsächlich Kuchen hier vor Ort. Sehr, sehr schön. Ich glaube, vorhin hat jemand auch einen Kuchen hingelegt. Vielleicht wird er herumgereicht. Oder hier gibt es Lebkuchen. Ich weiß nicht, ob du teilen möchtest. Ja. Von daher machen wir heute mal eine gemütliche Kaffeerunde. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Gibt es denn erstmal eine grundlegende Frage von weg, was jemanden richtig auf der Seele brennt? Dann würde ich, ja. Eine ganz einfache Frage. Linux ist ja für alte Hardware gedacht, dass es da auch drauf läuft. Welches Linux nehme ich, wenn ich dann so ein Notebook habe, was ein 32-Bit hat? Ja, ist eine sehr gute Frage. Die Frage war, wie sieht es mit Linux in 32-Bit aus heutzutage? Da gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit würde mir direkt einfallen, das ist MX Linux, oder? Also ich hätte jetzt spontan Antix gesagt. Und basiert ja drauf. Ach, das basiert drauf, ja, okay. Also ich habe es noch nicht selbst in der Hand. Genau, Antix ist was. Also Antix ist für sehr, sehr alte Rechner. Da, ich weiß gar nicht, was da die offiziellen Hardware-Anforderungen sind. Ich glaube, man hat da so um die 150 Megabyte Arbeitsspeicher im Leerlauf oder sowas. Also wirklich nichts. Und die Frage ist natürlich, so ein Webbrowser verbraucht ja selber schon um die 500 Megabyte teilweise, ne, im Leerlauf. Das heißt, da muss man schauen, was man überhaupt noch machen kann. Aber so für ganz alte Rechner Antix Linux. Und jetzt, ich sag mal so, für normale 32-Bit-Rechner noch, schaut euch da mal MX Linux an. Die müssten das Ganze noch in 32-Bit haben, hoffe ich jedenfalls. Außer ich erzähle hier natürlich irgendeinen Mist. Lass uns mal schauen. Genau, hier MX 23386, das müsste es sein. Ne? Das könnt ihr euch mal anschauen. Ubuntu hat es leider eingestellt im Jahr 2018, meine ich. Müsste die letzte Version rausgekommen sein. Oder 2016, weiß ich gar nicht. Jetzt auch nicht hundertprozentig beantworten, das ist dann aber so. Genau. Genau, also MX Linux basiert auf Debian. Antix, meine ich, ist. Ich glaube, das basiert sogar auf nichts. Ich meine, die haben das selber gebaut. Wir können mal auf DistroWatch schauen. Wer DistroWatch nicht kennt, das ist so eine Seite, da sind gefühlt alle Linux-Distributionen und eigentlich Gesetz auf DistroWatch ist, dass wahrscheinlich pro Tag mindestens 5 neue dazukommen, sonst sind wir nicht in der Linux-Welt. Sonst wird es langweilig. Ne? Wir brauchen ja auch immer was Neues zum Testen. Ne? Exakt. Genau, wir machen ja tatsächlich, Hauke und ich vor allen Dingen, ne? Manchmal bist du auch mit dabei, Livestreams einmal dienstags, ne? Jede Woche einmal in der Regel. Und da brauchen wir auch Stoff natürlich. Ne? Und dann ist es auch mal eine sehr schöne Sache, sich da irgendwelche neuen Konzepte aus der Linux-Welt anzuschauen. So, wir schauen mal nach Antix. Antix basiert auch auf Debian, ja. Ich hätte fast gedacht, dass es basiert auf nichts, aber es ist auch Debian. Die Sachen, die ihr anbietet, die kaufe ich, bezahle ich oder habt ihr auch Sachen, die ihr so anbietet? Du kaufst bitte erstmal nichts. Generell ist eigentlich erstmal, also die Videos oder die Livestreams, die sind komplett frei, erhältlich, bleiben auch immer kostenlos. Das wäre beispielsweise bei Linux Guides. Du hast auch einen Kanal, ja, ne? Genau, da wird es ein bisschen technischer, wir können das mal aufmachen. Stimmt, dann machen wir einfach mal den Werbeblock so zwischendurch am Anfang. Zwischendurch am Anfang, zwischen zwei Stücken Kuchen oder so. Ich muss auch mal Kuchen essen. Ja. Und ich mache mal ein bisschen Werbeblock. Aufgegessen sein? Haben wir da irgendwie so einen Challenge oder was? Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe nicht.
Aber ja, ja. Ja, ich sehe schon. Ja. Das ist Haukes Kanal auf jeden Fall. Den gibt es auf YouTube und auch auf PeerTube gibt es den offiziell. Findet er auf goos-habermann.de. Da gibt es auch Dienstleistungen für dich, also für so von dir. Ne? Aber halt eben auch die Videos. Ne? Gibt es mittlerweile 140 Folgen. Über 140 Folgen, jedenfalls steht wenn, da. Wenn es dort steht, dann wird es so. Ja. Ich habe komplett den Überblick verloren und gut, dass es sowas gibt, wo Informationen vorgehalten und für mich ausgewertet werden. Das ist schon eine tolle Sache. Genau, und du machst eigentlich schon eher so technischere Sachen, würde ich sagen. Ja, also, ja. Das ist dann so überwiegend, sagen wir es mal so. Und dann habe ich noch einen YouTube-Kanal, der heißt Linux Guides und da gibt es eigentlich alles rund für einen Einsteiger, aber auch so normale Linux-Nutzer. In den Livestreams selber werden wir manchmal auch spezieller, aber tatsächlich gibt es auch jeden Monat am ersten Dienstag des Monats gibt es eine freie Fragestunde, kann man Fragen stellen und dann beantworten wir die. Die Uhrzeit ist um 19.30 Uhr jedenfalls. 32. Ja, weil wir ja nie pünktlich sind, aber 32. Genau, haben wir uns gesagt, bevor sich die Leute aufregen, sagen wir mal 32. Und dann gibt es es tatsächlich auch. Tatsächlich werden die Kieler Linux-Tage auch gerade live gestreamt über Linux Guides. Genau, das ist eigentlich so zu uns. Vielleicht zu dir noch ein, zwei Wörter oder bist du schon durch? Ansonsten fangen wir mit der nächsten Frage an. Es gab ganz viele Fragen. Wir wollen ja nicht so viel über uns erzählen. Ich bin eigentlich auf Twitch unterwegs, habe keinen technischen Namen. Das ist der Historie geschuldet. Auf Twitch findet man mich als Saint of Sinner. Und da ist es eigentlich so, ich habe als Gamer angefangen und dadurch, dass ich seitdem ich auf Twitch aktiv bin, auch grundsätzlich auf Linux das Ganze alles umsetze, ist das quasi mein Steckenpferd geworden, jeden Donnerstag auch so einen Technik-Stream mitzumachen. Da wird es dann manchmal sehr technisch, manchmal vielleicht auch nicht, manchmal scheitere ich auch und manchmal tue ich auch einfach mal Day of the Tentacle durchspielen. Absolut, sehr cool. Also es ist auch so ein bisschen so auch mal so ältere Spiele, ne? Ja. Aber jetzt haben wir unglaublich viel über uns geredet, das wollen wir gar nicht hören. Für die Unbelehrbaren unter uns, die zusätzlich zu Linux auch auf Windows hin und wieder einsetzen wollen, erstmal, welche Möglichkeiten gibt es da? Also einmal kann man sich in mehrere virtuelle Maschinen aufsetzen. Auf den einen lässt man dann irgendwelche Windows-Versionen laufen, auf den anderen irgendwelche Linux-Versionen oder Varianten. So. Dann gibt es die Möglichkeit, von Windows aus Linux zu starten, sozusagen als Windows-Task, oder umgekehrt von Linux aus Windows zu starten. Oder, was wir heute wieder gesehen haben, dass man beim Hochfahren des Rechners sich entscheidet, möchte man jetzt Windows oder Linux haben. Wobei ich habe gehört in der Vergangenheit, dass es schon vorgekommen ist, dass Windows einem das hin und wieder zerschossen hat. Und dass es dann Schluss war mit Linux. Was von denen gibt es und was würde eigentlich am ehesten zu empfehlen werden? Ganz kurz, Hauke, bevor du anfängst, kannst du ein Mikro an den Mund halten, weil die Online-Community beschwert sich ein bisschen, dass man den Hauke ganz schlecht hört. Oder ist das an? Also, hört man dich? Also hört man den Hauke hierüber? So gar nicht? Dann bist du vielleicht einfach nicht an, das könnte auch sein. Also es leuchtet. Nee, jetzt bist du grün. Jetzt? Yes. Oh, jetzt ist gut. Jetzt ist es zu laut. Nein, gar nicht. Wenn der Mann das doch auf grün gestellt. Jetzt, nach jetzt. Jetzt ist gut. Was? Quinkumkabel. Das Funkding geht nicht, wenn ich das hier unten habe? Jetzt ist es weg? Kabel. Ja. Jetzt ist da. Alles gut. Ist das ist neu. Das kann doch nicht. Das war neu. Oh nein. So. Vor ein paar Wochen. So, jetzt geht's aber. Perfekt. Ah. Ja, die Technik. Ja, also Premiere, dass wir es auch zu dritt live machen und so. Ja, und wie man sieht, wir haben ja alle was anderes hier auch. Genau. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, das ist jetzt so eine typische, es kommt darauf an, Frage. Ne? Also kommt auf den Anwendungszweck drauf an. Es gibt ja, wie du schon sagtest, verschiedene Methoden. Also wenn man jetzt irgendwelche Spiele spielen möchte, gibt es Wine in verschiedenen Geschmacksrichtungen als so eine Kompatibilitätsschicht, sodass sich Windows-Programme auch auf dem Linux-System wohlfühlen. Damit geht sehr, sehr viel. Wenn es vielleicht jetzt Sachen sind, die sehr hardwarenah sind, also solche Fälle gibt es halt, vielleicht irgendwelche obskuren OSB-Geräte oder
wenn es jetzt Altlasten sind, Industriegeräte oder so, dann braucht man vielleicht direkt ein natives Windows, also das Dual Boot dann zu machen. Aber das sind wahrscheinlich auch eher Anwendungsfälle, wo man auch kein Linux drauf laufen lassen möchte, irgendwelche Steuerrechner oder sowas. Und ja, Virtualisierung, das kann auch immer gut funktionieren. Das klappt überwiegend gut. Es sei denn, man braucht wiederum spezielle Hardware-Zugriffe. Also ist zwar auch möglich, irgendwelche 3D-Beschleunigungen je nach Virtualisierer da durchzuschleusen, aber man verliert sowieso ein bisschen Geschwindigkeit. Und das muss nicht immer funktionieren. Also das ist wirklich so eine typische, es kommt darauf an, was man vorhat. Mehr oder weniger probiert man sich da mal durch, was dann hinterher am besten geht. So, das wäre jetzt so mein Rundumschlag mit zum Thema, es kommt darauf an. Also je nachdem, ne, kommt wirklich darauf an, aber ich würde in den allermeisten Fällen eigentlich eine virtuelle Maschine mit dem Windows einsetzen. Außer du musst Windows wirklich, beispielsweise für Adobe, hatten wir jetzt vorhin auch noch mal im Gespräch, wenn du die Adobe Suite nutzt bezüglich Erstellen neuer Inhalte, dann macht das wahrscheinlich wenig Sinn, das alles in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Aber ansonsten, wenn du mal eins, zweimal am Tag irgendwie ein spezielles Programm brauchst, dann nimm einfach Windows in einer virtuellen Maschine. Dann kannst du es halt auch parallel laufen lassen zu Linux sozusagen. Gibt es auch ein schönes Video auf Linux Guides, Windows 11 auf Linux ist es sogar auch schon. Kann man innerhalb einer halben, dreiviertel Stunde einrichten, dann kann man eigentlich alle seine Windows-Programme, die man vermisst, auf jeden Fall auch noch auf Linux laufen lassen. In Anführungszeichen ist er eigentlich auf Windows. Aber das ist eigentlich, finde ich, die schönste Variante, wie sie beispielsweise auch jetzt viele Kunden von mir beispielsweise haben, läuft gut. Ne? Außer du hast da noch mal was? Ja, drei Stühle, drei Meinungen. Ja, schau. Bei mir hat sich's etabliert, auf einem PC, wenn ich Windows noch brauche, und zwar so hardware-nah wie möglich, zweite Festplatte, SSD und die auf unterschiedlichen Festplatten zu installieren, dann können die sich auch nicht quasi gegenseitig den Bootloader überschreiben. Das ist nämlich das, was da angesprochen wurde, das kann passieren. Ist das Einfachste, ist zwar mit mehr Hardwareaufwand verbunden, aber damit lebe ich quasi am ruhigsten. Außerdem für kleine Sachen nehme ich auch eine VM. Ja. Ich würde in dem Kontext noch vorstellen, dass man mein neues UEFI-basiertes System hat, dass man die UEFI-Bootloader benutzt und dort halt die Einträge hinterlegt, dass man Windows oder Linux starten möchte. Da hat man gar keinen, also normalerweise kein PC schreibt noch was in den Bootsektor rein. Halt. Das ist halt alles nur hier UEFI, da ist die Festplatte-Partition oder sonst was, und dann erscheint das Windows. Also das wäre der moderne Dual-Boot-Weg, meiner Ansicht nach. Cool. Also vielleicht ganz kurz wiederholen für den Chat. Ganz kurz. Ja, mach doch mal. Achso. Also. Dass man es eben in den UEFI-Bootloader nimmt und über diesen UEFI-Bootloader einfach konfiguriert, wo die Systeme sind und quasi gar nicht mehr mit den Software-Bootloadern à la Grub oder System D Boot heißt da, ja, arbeitet. Das wäre der adäquat moderne Weg. Viele Wege für nach oben. Gab es noch mal eine Meldung? Ja, können wir einmal ein bisschen lauter sprechen, weil von draußen kommt Gelächter rein und manchmal geht das runter. Dann können wir das auch zumachen. Genau. Ne? Draußen mit den Fenstern. Wenn ihr das mal. Mach doch mal die Fenster. Oh, das wäre super. Danke. Ja. Gut, dass du das ansprichst. Ja, ja, danke. Haben die da draußen einfach gute Laune? Das gibt's nicht. Gute Laune in Kiel ist schlecht. Gibt's nur hier. Ja, leider nicht so. Was empfehlen Maschinen? Ist besser VirtualBox oder Chemo? QEMU oder VirtualBox, ja. QEMU ist nach dem Linux eingebaut, oder? Ja, ich denke, da scheiden sich die Geister, ne? Wahrscheinlich. Also ich selber bin VirtualBox-Nutzer, einfach weil ich es gelernt habe und mich bis jetzt noch nicht damit irgendwie groß weiter befassen musste mit anderen Lösungen. Ich habe es tatsächlich jetzt auch auf Servern gut mit einem Terminal bedient, das geht. Die schönere Variante ist vielleicht manchmal QEMU, aber meistens ein bisschen aufwendiger, bis es überhaupt läuft. Hätte ich jetzt mal gesagt, aber da gibt es wahrscheinlich andere Meinungen. Ich glaube da. Ich bin klassischer KVM-QEMU-Nutzer. Ja. Also VirtualBox nur noch, wenn ich es brauche, bei ganz seltenen Sachen. Und manchmal stolpert man ja auch über den Promiscuous-Mode von den Netzwerkkarten. Da war doch was, genau. Da war doch was. Ja, ja, vor das noch hat ein paar Wochen gedauert, ja, stimmt. Wie heißt der? Promiscuous. Promiscuous, Mode. Okay. Ja. Ja. Gut. Das war der Modus für Netzwerkkarten, der musste unbedingt an sein, damit
Proxmox funktioniert hat. Damit man mehrere MAC-Adressen an eine Netzwerkkarte binden kann. Ich glaube, das war der Trick dabei. Das war das Proxmox-Problem vor einigen Wochen. Ja. Genau, und Proxmox ist natürlich auch noch ein gutes Stichwort. Da haben sie in der Web-Oberfläche relativ gut alles integriert. Also es gibt KVM-Virtualisierung drin und LXC. Und das Ganze eben über eine sehr gefällige Oberfläche. Damit kommt man eigentlich relativ gut klar, wenn man so die Grundlagen beherrscht. Also so ein nacktes KVM-System kann man natürlich auch auf der Kommandozeile alles machen, geht. Aber es gibt ja auch, wie ist diese Oberfläche noch? Es gibt ja auch so eine Desktop-Oberfläche für, ist das Wirt-Manager? Lib-Wirt-Manager meinst du? Lib-Wirt-Manager, ja. Für KVM? Ja, genau. Ja. Das ist der Wirt-Manager. Wirt-Manager, genau. Also sowas gibt es auch, ja, genau. Also das ist ein ganz simpel Cockpit, was ja eigentlich aus dem Red Hat-Schiene kommt. Funktioniert auch Ubuntu. Also ich habe auf Ubuntu einmal Cockpit plus QEMU aktiviert. Ein Klick ist wunderbar simpel. Genau, Cockpit ist auch eine Sache. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe selber noch nicht so richtig den Sinn hinter Cockpit gefunden, wenn man im Terminal arbeitet. Es bietet eine schöne Oberfläche, stimmt. Aber sonst habe ich selber beispielsweise gar nicht in Verwendung. Ich habe es mal installiert, aber am Ende brauche ich es gefühlt nicht. Vielleicht liegt es auch sehr vom Benutzerverhalten ab. Nutzt ihr das? Cockpit ist nur für Server gedacht. Ja, genau. Wenn man einen Terminal hat und keine Boje, um dann halt ein bisschen was gerade zu haben. Nutzt ihr das? Nee, also ich nutze es nicht. Aber könnten wir uns vielleicht mal angucken auf die Liste. Haben wir das nicht schon? Ich habe es immer. Ich glaube nicht. Bei mir zu Hause. Hast du das schon mal hier live gemacht? Habe ich es live gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall zu Hause im Einsatz. Also es ist wunderbar, um mal so einen administrativen Schnellangriff zu machen im Browser. Ja, und nochmal. Es gibt noch simpler GNOME Boxes. Genau. Also GNOME Boxes ist auch eine sehr simple Virtualmaschine. Als ich das damals genutzt habe, waren es für mich zu wenig Features bezüglich Schnappschüsse und so weiter. Ich nutze es ja für meine Videos schon sehr, sehr, sehr häufig und intensiv. Und da habe ich habe es vor einem Jahr getestet. Oder 2 Jahren. Da gab es einfach noch ein paar mehr Abstürze. Vielleicht ist es besser. Ja, muss man immer wieder neu die Tools eigentlich verifizieren, ob die immer noch die beste Wahl sind. Ich glaube, das machen wir alle viel zu wenig wahrscheinlich. Ja. Weil wir natürlich alle auch Gewohnheitstiere sind. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Gibt es gerade von euch noch eine Frage? Oder einen Kommentar? Oder was euch auf dem Herzen liegt? Wenn ihr mal Treiber oder Software nicht für Linux nicht findet, sondern nur für Windows, was macht ihr dann? Weinen. Also die Frage war, Treiber unter Linux, wenn man die nicht findet. Es kommt immer drauf an, in der Regel kriegst du schon viel zum Laufen, vor allen Dingen, wenn die Hardware älter als ein Jahr ist. Dann hast du eigentlich schon sehr, sehr gute Chancen, dass es eigentlich alles direkt läuft. Was ich probiere, wenn es erstmal nicht funktioniert, ist erstmal den Kernel wechseln. Erstmal schauen, ob ich einen neueren Kernel installieren kann. Das kann ich bei Linux mit relativ einfach. Ich gehe mal hier auf die Aktualisierungsverwaltung und dann gehe ich auf Ansicht, sieht man, ne? Auf Ansicht hier oben, ja, sieht man sogar, vielleicht ein bisschen klein, ich kann es größer machen. Ah, okay, ich lasse es. Ansicht, dann Linux-Kernel und dann die Achtung-Message sehr gewissenhaft durchlesen oder vorsetzen drücken oder auch einfach nicht lesen. Und dann haben wir hier verschiedene Kernel-Versionen. Standardmäßig ist der 5.15er aktiv, jetzt bei der aktuellen Linux-Mint-Version. Wenn man neuere Hardware hat, dann kann es sich lohnen, da einen neueren Kernel zu installieren. Geht ganz einfach, man klickt auf die jeweilige Version, wählt Installieren aus, startet den Rechner einmal neu und dann bekommt man eigentlich wieder viel zum Laufen. Das ist eigentlich so das, was am besten geht. Dann hast du nochmal andere Probleme mit Drucker und so und dann könnte es, also bei den Druckern kriegst du schon noch meistens hin, aber wenn du ganz spezielle Hardware hast, die nicht vom Linux-Kernel selber unterstützt wird, dann könnte es düster aussehen. Gibt es vielleicht 1-2 shady Projekte bei GitHub, also von irgendwelchen Leuten, die da mal was rumprogrammiert haben. Da würde ich aber im Produktiveinsatz von abraten. Hast du aber, ich sag mal, bei 99% der Hardware eigentlich nicht unter Linux, dann brauchst du schon was ganz Spezielles. Vielleicht habt ihr da nochmal Ergänzungen. Ansonsten mache ich mal die Schrift größer. Insofern anders, oder wie ich das mache. Also ich gucke mir vorher quasi aus, welches Gerät ich, oder welche Kategorie von Gerät ich haben möchte. Und dann gucke ich mir genau an, ob es funktioniert. Dann spare ich mir den Stress damit. Dann muss ich das nicht eventuell ausprobieren, zurückschicken und so. Also von daher gucke ich mir vorher relativ genau an,
was da drin ist, dass es funktioniert. Aber wenn ich jetzt nun irgendwelche alten Sachen habe, die ich unbedingt zum Laufen kriegen will, dann kommt es eben drauf an. Ne? Ja. Noch eine Antwort? Oder? Nee, alles. Wer war schneller? Ich habe es nicht gesehen. Ach so, ja, okay. Da kommt es auch vor, dass zum Beispiel Druckerhersteller selber Gerätebetreiber auch für Linux liefern. Und was ist dann von denen zu halten? Also das kommt schon vor. Kurz Frage wiederholen. Ach so, genau. Ja, also die Frage war, ob Druckerhersteller auch selbst Treiber für Linux machen. Also das machen einige. Brother zum Beispiel macht das für, machen die das sogar schon für alle? Also für einige von diesen Multifunktionsgeräten auf jeden Fall, also für Scanner und Druckerteil, haben die eigene Treiber. Problem an der Sache ist natürlich, so ein Hersteller, der möchte die Hardware verkaufen. Und insofern ist es vom Hardwarehersteller eigentlich eher gewollt, dass man häufiger Hardware kauft. Also haben die ein geringes Interesse jetzt für die nächste Version von so einem Ubuntu oder so, denn aktualisierte Treiber für ein älteres Gerät zu machen. Von daher ist es immer praktischer, wenn es offene Treiber gibt. Also dass es von vornherein über CAPS unterstützt wird. Da ist der Hersteller nicht da drin, der ja eigentlich ein anderes Interesse hat. Das ist immer das Bessere. Und bei Lasertreibern, bei Laserdruckern gibt es sowas, das heißt PPD. Das sind quasi betriebssystemunabhängige Treiber. Das ist eigentlich immer so das Beste auf dem Gebiet. Da hat man am wenigsten Probleme mit, jedenfalls mit dem, was ich so erlebt habe. Wir haben noch mal was zum Hinzufügen wahrscheinlich, oder? Zu der Treiber-Thematik, was ich eigentlich eher das umgekehrte Produkt habe. Meistens ist das so, dass der Hersteller keine Windows-Treiber mehr nach 3-4 Jahren mehr raushauen. Jemand dann gesagt hat, oh, das ist kein Treiber für DMD-Flachbildscanner, also wo dann rausgekommen ist, ein Treiber implementiert hat. Und wenn der halt konform ist mit der API von der Linux-Kernel, dann bleibt der auch drin. Der bleibt da drin und geht auch nicht. Das heißt, du kannst einen 15 Jahre alten USB-Flachbildscanner anschließen und der wird funktionieren. Ja, also ganz kurz für alle, die es nicht gehört haben: Quintessenz ist, der Kernel behält in der Regel die Druckertreiber drinnen. Solange sie halt funktionieren und bei Windows fliegen die teilweise sehr früh raus. War jetzt der Einwurf. Ja. Also meine Erfahrung mit Linux-Treibern ist eigentlich so, dass das sehr, sehr durchmischt ist. Also es gibt Hersteller, die machen gute Treiber, dazu gehören Intel zum Beispiel, die seit vielen Jahren gute Treiber bauen. Die kriegt man ja, sind ja auch direkt mit denen drin. Die Intel hat auch ein gewisses Interesse daran, dass der Linux-Kernel unterstützt wird. Also dass die CPUs von Intel unterstützt werden, weil die Intel-CPUs sind sehr verbreitet in den Rechenzentren und aus dem Rechenzentrum ist Linux nicht mehr wegzudenken, jetzt mal so ganz stumpf gesagt. Auf der anderen Seite, AMD macht das sehr durchmischt, je nachdem, was man gerade erwischt. Also die CPUs sind gut unterstützt, die Grafikkarten sind so mittelmäßig, sag ich mal, der Treiber. AMD hat das irgendwann an die Community abgegeben mit der Treiberentwicklung und es ist dadurch nicht besser, aber auch nicht schlechter geworden, sage ich mal so. Bei Nvidia ist das eher so ein politisches Thema, sage ich mal so. Die Treiber sind gar nicht mal so wahnsinnig schlecht, die kommen bloß nicht in den Kernel rein, weil Linux da ein Problem mit hat. Weil die gerne Binärblobs reinmachen und das ist so allgemein, dass grundsätzliche Problem mit den Treibern, also gerade hardware-nahe Treiber, da wollen die Hersteller ungern ihren Source-Code rausgeben und packen dann halt eben Binärblobs da rein und das mag die Linux-Community nicht so wahnsinnig gerne. Auf der anderen Seite, Intel macht es nicht großartig anders. Die ganzen Binblobs, die da in dem Firmware rumspringen, das ist nichts anderes. Ist offensichtlich teilweise akzeptiert, teilweise nicht, je nachdem, wie sich die Hersteller anstellen. Und was so allgemein so das Thema angeht, ist das auch so auch wenn man so exotischere Hardware hat, kann das sehr durchwachsen sein, wie die Treiber funktionieren, auch wie sie insgesamt funktionieren. Wenn der Hersteller sich ein bisschen Mühe gibt, dann baut er einen DKMS-Treiber, der sich jedes Mal, wenn ich die Kernel neu installiere, automatisch einen Hook aufruft und automatisch neu kompiliert wird, sodass ich beim nächsten Start das richtige Modul automatisch mitgeladen wird. Wenn er sich ein bisschen dämlicher anstellt, dann tut er das halt eben nicht. Und dann muss ich jedes Mal, wenn ich den Kernel gewechselt habe und ich hochfahre, ist meine Hardware nicht mehr da.
Das heißt, ich muss dann jetzt mal den Kernel neu bauen. Was in der Regel auch nicht wahnsinnig schwierig ist, weil man da ein bisschen Erfahrung, ein bisschen ein Händchen für hat. Aber es ist halt eben jedes Mal lästig, wenn ich einen neuen Kernel installiere, was in letzter Zeit relativ häufig vorkommt. Also ich sag mal, vor 10 Jahren war es kein Thema, dass man irgendwie einen Kernel ein halbes Jahr lang genutzt hat, ohne dass man ihn aktualisieren musste. Das ist heute praktisch undenkbar. Also man kann das durchaus tun, aber dann habe ich die ganzen Sicherheitspatches, die letzten Wochen reingekommen sind und das letzte halbe Jahr reingekommen sind, habe ich einfach nicht dabei und dann ist das nicht mehr ganz so toll. Das sind so eigentlich grundsätzlich die Probleme, die so Linux-Kernel-Treiber so angehen. Was den Drucker angeht, habe ich gewisse Bauchschmerzen, wenn ich einen Treiber für einen Drucker im Kernel drin habe. Der gehört meines Erachtens nach ins Userland und nicht in den Kernel. Die meisten USB-Drucker brauchen das auch gar nicht mehr so wirklich. Die brauchen keinen echten Kernel-Treiber mehr dafür, weil die halt in die USB angesprochen werden. Netzwerkdrucker wäre die größere Empfehlung. Heutzutage bin ich etwas flexibler. Viele haben auch eine WLAN-Anbindung. Manche haben tatsächlich noch eine schicke 45-Buchse dran, wie man das braucht. Ist jetzt so die Frage, wie man selber das persönlich das am besten hält. Meine persönliche Empfehlung speziell für Drucker ist, achtet darauf, dass es ein Postdoc-Drucker ist. Das klingt irgendwie altmodisch, aber die Postdoc-Unterstützung ist sowohl unter Windows als auch unter Linux oder auf irgendein anderes Unix-Betriebssystem einfach mal da. Das funktioniert einfach. Und ich muss mir keine großartigen, irgendwelchen schrägen, kompilierten Treiber mit Gutenprint oder sowas ans Bein nageln. Ich kann einfach einen Standard-Postdoc-Treiber nehmen. Fertig. Ja, stimmt. Ja. Das ist eigentlich das, so was die Hardware-Unterstützung angeht. Vielen, vielen Dank. Ich denke, für alle Einsteiger, die jetzt hier ganz neu dabei sind, für die waren das wahrscheinlich ganz, ganz viele komische Wörter. Aber es stimmt absolut. Also ich glaube, ich wiederhole es jetzt auch nicht für die Kamera. Ja, war eine grundlegende Treiber, ja, Zusammenfassung unter Linux. Gibt es noch eine nachfolgende? Wie kann man Linux beschleunigen? Wie kann man Linux beschleunigen? Ich würde fast sagen, dass du da eigentlich in der Regel nichts rumfuschen solltest, weil es schon eigentlich relativ zügig ist. Kommt natürlich immer auf den Anwendungsfall an. Beispielsweise Ubuntu hat jetzt ein Automotive-Grade Linux rausgebracht, was besonders einen Kernel auch nutzt, der extrem schnelle Reaktionszeiten hat, weil das beim selbstfahrenden Auto beispielsweise wichtig ist. Aber solange du sowas nicht machst, ist es eigentlich schon schnell genug so in der Standardfassung. Natürlich gibt es verschiedene Tweaks, die man machen kann und man kriegt vielleicht noch mal ein paar Prozent raus, aber meistens mit Abstrichen an anderen Stellen, würde ich fast immer sagen. Aber da haben wir noch mal eine Wortmeldung. Ich denke, wir sollten hier ein bisschen unterscheiden zwischen Linux-Beschleunigen und die GUI, also die Grafik zu beschleunigen. Da schließe ich jetzt mal, bevor man eine eigene Frage an. Mich nervt es unglaublich, dass die grafischen Benutzeroberflächen, also von Ubuntu oder so, Mate, immer schwerer, immer langsamer werden. Heißt, die Geschwindigkeit geht eigentlich vollkommen drauf für bunte Bildchen. Wenn ich die beschleunigen kann, dann muss ich meinen Kernel oder meine Hardware nicht beschleunigen. Ja, also da kam jetzt nochmal die Sache bezüglich Grafik oder halt dem Kernel selber, also beziehungsweise Desktop, und hat da gemeint, ja, die älteren sind ein bisschen, oder die moderneren sind alle schwerfälliger. Ich kann da Ubuntu sehr empfehlen, wenn man es wirklich auf Schnelligkeit möchte, oder XFCE generell, also kann man sich auch selber bauen, ja. Ich kann sagen, da gibt es mal ja konstant mal die Freiheit, sozusagen DWM und dann ist mir alles egal. Genau, oder ein i3 oder sowas, oder Sway, ja. Was mir bei KDE aufgefallen ist, ist dieser Balloon File Search Service, den schalte ich immer aus, weil der ist so ein, kann man so ein Feature einbauen. Der interessiert nicht alle Dateien, die man hat, wenn man irgendwie 500 GB Home-Partition einbindet, dann geil. Danke für nix. Und unter KDE Balloon Service abschalten. Das wäre zumindest mal eine Empfehlung für KDE. So. Ja. Ich finde generell Plasma ein bisschen schwerfällig, bin ich ehrlich, gefühlt. Aber ich bin auch kein Plasma-User. Da war noch eine Antwortmeldung dann. Also die Beschleunigung von Linux. Heutzutage würde ich sagen, lohnt sich das nicht mehr ernsthaft. Also die
Betriebssysteme von Linux und die Distribution sind relativ gut an aktuelle CPUs angepasst. Es gab mal eine Zeit lang, wo sich das tatsächlich ernsthaft gelohnt hat. Das war der Übergang von 486 auf 586, 686. Da wurden häufig Kernel gebaut, die nur für den 386 Grundsatz gebaut waren und die nicht angepasst waren auf 686. Wenn ich dann zum Beispiel eine CPU, also einen Pentium 2 oder meinetwegen auch einen Pentium 4 benutzt habe und ich habe den Standard 386er Kernel gehabt, dann habe ich ungefähr einen Geschwindigkeitsverlust auf Kernel-Ebene von ungefähr 10% gehabt. Das heißt, wenn ich den Kernel dann selber gebaut habe, auf meine CPU angepasst, habe ich 10% gewonnen. Das ist tatsächlich spürbar merkbar gewesen und auch hat sich auch gelohnt. Heutzutage habe ich festgestellt, dass sich das nicht mehr ernsthaft lohnt. Wenn ich tatsächlich irgendwie masochistisch veranlagt bin oder so, dann nehme ich mir einen Gentoo und baue mir einen Linux-Komplett selber. Dann ist das wirklich rattenschnell. Dann habe ich aber auch einen Haufen Arbeit damit. Und jedes Update dauert dann mitunter mehrere Stunden. Also das ist dann nicht mehr so, wie man das üblicherweise von Binärdistributionen gewohnt ist, dass man einmal ein Update macht und in 5 Minuten ist der Drops gelutscht, sondern dann habe ich erstmal eine halbe Stunde Spaß, nur zu gucken, wie der Compiler Bits dreht. Dann habe ich aber auch wirklich ein schnelles Betriebssystem. Also dann habe ich ein Betriebssystem, das total angepasst ist. Und ansonsten ist der übliche Weg, wenn ich eine grafische Oberfläche habe, alles rausschmeißen, was ich nicht brauche. Wenn ich irgendwie da so eine 3D-Beschleunigung drin habe und ich brauche das eigentlich gar nicht, dann schmeiße ich den raus, der spart mir bestimmt 100 MB RAM. Damit ist er auch deutlich. Ich würde das mal ein bisschen abkürzen, bin ich ehrlich. Also nicht, dass wir da nicht mehr so viel zu reingehen. Ja. Da war noch mal ganz kurz danach die anderen, ja? Thema Immutable Linux. Immutable Linux? Ja, ist der neueste Scheiß Immutable Linux. Mal schauen, ob es sich durchsetzt. Also kann man auch gleich nochmal sehr, sehr stark drauf reingehen. Nochmal zum Thema Beschleunigen. Also wenn du meinst, dein Linux ist zu langsam, mach mal im BIOS die Z-States aus. Also Z-States ist die Stromsparfunktion. Du brauchst mehr Strom. Aber dann geschieht nicht diese ständige Runtertakten. Und das, wenn es dein Problem ist, wird das die Lösung sein. Das reagiert deutlich flüssiger alles. Du hast auch mehr Stromverbrauch. Muss man halt selbst abwägen, ist mir das wert. Ja. Das ist halt das, was. Also Server, die irgendwo im Rechenzentrum stehen, machen alle vernünftigen Admins die Z-States aus, weil Strom sparen möchte man Rechenzentrum nicht, dann möchte ich Power. Wie heißt das nochmal genau? C-States. 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 Das sind die Stromsparfunktionen. Okay. Also man kann dir meistens. Ne? Man kann dir meistens sogar über den TLP Power Daemon oder irgendwas für einen Power Daemon gibt es. Kannst du auch über einen Kernel Power Daemon abschalten. Ja, aber genau. Ich bin der Freund von scheiße BIOS abschalten und hast du nie probiert. Ja, genau. BIOS abschalten, dann ist da Feierabend. Genau, dann ist das Ding schnell. Genau, das sind verschiedene Sachen. Ja? Ganz kurz zum Thema Beschleunigung. Wenn man wirklich möchte, dass man ein bisschen lauter spricht. Ja, wenn man wirklich möchte, dass die Binärpakete halt auf den speziellen Prozessor optimiert sind, so Zen 2, Zen 3. Oder irgendwelche Intel-Geschichten, dann empfehle ich als Distribution Arch Linux, weil da ist jedes einzelne Paket auch, also auch die Binärpakete halt in Beschreibungsform da. Man kann die selber basteln, man muss dann nur als einzige Einstellung in der Make Package Config in der XCC-Verzeichnis seine Parameter anpassen, wie viel Fest man kombinieren möchte, mit welchen Flex, also optimal für Z2, Z3, XCC. Das kann man machen und dann kann man das selektiv dieses Paket, den Kernel brauche ich jetzt mal neu oder ich baue aber das Programm neu. Man muss nicht alles neu bauen, über Gentoo quasi. Da hat man die Möglichkeit, ich baue jetzt das Standard Firefox meinetwegen jetzt, das dauert 3-4 Stunden, je nachdem, baue ich jetzt einfach mal neu mit Arch Linux Paketsmanager und das ist halt nur ein Paket und kann man es direkt austesten, wenn das auch sonst nichts ist. Und das ist der einzige probate Weg, finde ich, ein Betriebssystem zu haben, was man nicht ständig komplett mal kompilieren muss und trotzdem diese Binärpakete geht. Das geht auch mit Manjaro oder so, irgendwas Arch-Linux-basiertes. Da hat man diesen unglaublich mächtigen Paketmanager, der das ermöglicht, reproduzierbar einfach mal selbst Paket zu kompilieren. Und, ja. Die Erwähnung war Arch-Linux-Pakete teilweise selber kompilieren. Ich muss sagen, mir persönlich ist es, die Zeit, die du da rein investierst, was du dann sparst, ist immer so die Frage, was ich für Virtual Maschinen nutze, was innerhalb 10, 15 Sekunden wirklich hochgefahren ist, ist Xubuntu, ist unglaublich schnell, habe ich selber mal getestet mit verschiedenen, also Linux mit XFCE, MX Linux, nochmal was anderes. Xubuntu hat das richtig krass optimiert, auch mit dem Browser mittlerweile, mit dem Snap, ist richtig krass schnell. Das heißt, wer die schnelle Lösung will, in Anführungszeichen, da fand ich
performance-technisch ist Ubuntu nicht schlecht. So, was sie sonst machen mit dem Snap, sind sie auch mit Ubuntu, muss man immer selber wissen. Aber ich glaube, zum Performance-Thema würde ich jetzt zum Abschluss kommen. Haben wir noch mal, oder habt ihr noch was? Ja? Ist immutable oder nicht? Immutable wäre eine Sache, wo wir uns noch mal gleich reinfressen können. Beziehungsweise diejenigen, die nicht wissen, was immutable ist, ist am Ende ein Image, eine CD in Anführungszeichen, die immer neu gebrannt wird, in Anführungszeichen, auf der Festplatte. Ein fertiges Image, sage ich mal, was hochgestartet wird und was tatsächlich unveränderbar ist. Dadurch bekommt man, ich weiß gar nicht, ob da so die Performance so viel stärker ist. Wenn ich mir jetzt Fedora Silverblue oder MicroOS anschaue, habe ich da jetzt nicht so riesige Performance-Schritte gehört. Es geht um Sicherheit. Sicherheit, ja gut, ne? Also Richtung Performance, das ist so. Sicherheit ist die Sache, du kannst das Betriebssystem während des Betriebs nicht laufend verändern. Dafür musst du einen Neustart machen, weil das dann sozusagen wieder neu gebaut wird. Kann man sicher auch nochmal vielleicht anders erklären. Aber viele Immutables machen Containerisierung, das heißt, jede Application einen Container. Richtig, ja. Die kannst du im laufenden Betrieb auch permanent updaten und austauschen. Deswegen kann man auch diese Sachen im laufenden Betrieb austauschen. Ja, genau. Die Sache ist, also es gibt Container, klar, ganz klar. Aber ne, soweit ich das jetzt im Praxistest mit Silverblue und MicroOS mal so mitbekommen habe, muss man doch immer mal wieder, wenn es was als Container nicht gescheit gibt, musst du dann doch mal mit RPM OS Tree, ist es beispielsweise bei Schlag mich tot Silverblue, und dann musst du es einmal neu starten. Aber natürlich in der Regel, so wie es am Ende sein soll, hast du nur noch Container und ein unveränderliches Betriebssystem, was vielleicht immer mal wieder ein Update als komplette CD in Anführungszeichen bekommt. Ich übersetze es einfach mal. Ist natürlich, ja, ist ein Snapshot, ne? Aber mit Snapshot kann ich eher was anfangen. Ja. Vielleicht nochmal da? Ja? Wahrscheinlich ähnlich wie NixOS. Da wird ja auch nach jeder großen Änderung ein Snapshot gemacht und den kann man dann auswählen im Grub-Menü, glaube ich. Das ist nochmal ein bisschen anders mit ButterFS, glaube ich. Weiß ich nicht, ob NixOS mit ButterFS läuft oder ohne. Aber kennst du dich vielleicht besser aus, ja? Ich habe mich selber nicht weiter mit beschäftigt. Okay. NixOS kann mit ButterFS oder ZFS, kann man das machen. Ja. Aber NixOS hat ein bisschen anderen Ansatz. Es ist nicht kein echtes Immutable. Ist eher deklarativ, ne? Das ist auf jeden Fall. Sonst als allgemein, wir sitzen jetzt zwar hier schön vor Ort und so, aber wir haben ja auch noch Zuschauer aus dem Internet. Ja. Gibt es da noch Fragen, dass sie nicht komplett sauer da auf kommt sind? Wenig. Also ich habe das. Achso, da kommt da wenig. Da kommt wenig. Wenig nur, oder man, gar nichts? Nur, dass man dich nicht gehört hat und dann hat man ja, okay. Dich gehört und dann ist super. Ja, ja wenn das alles ist, dann ist ja gut. Die sind top zufrieden. Ne? Hallo super. Hallo Internet. Wie gesagt, der Kern ist halt eben unveränderlich, aber das, was ich dann oben drauf tue, ist dann nicht mehr veränderlich. Ich finde das insofern spannend, weil ich praktisch jedes Mal von vorne anfange. Und das, was veränderlich ist, das lade ich dann nachträglich nach, entweder über das Netzwerk oder ich mache das halt eben über irgendwie ein separates Laufwerk. Der spannende Teil an der ganzen Geschichte ist eigentlich der, dass ich das System einfach wegschmeißen kann. Also sprich rebooten und dann fange ich bei Null an. Das heißt, wenn irgendjemand kommt und Müll auf meinem Rechner macht, dann boote ich den einfach neu und dann ist der Müll einfach mal Geschichte. Weil die ganze Geschichte, alles was irgendwie an den Betriebssystemen passiert und verändert wird, das passiert immer praktisch nur im RAM. Und das heißt, da merkt man auch schon, wo ich eigentlich viel reinstecken muss. Das heißt, ich brauche verhältnismäßig viel RAM, weil ich muss zum einen mein Betriebssystem im RAM halten, und zum anderen natürlich auch die Anwendung und auch noch das, was ich dann starte. Und das ist glaube ich, so der spannende Teil an der Geschichte. Weil ich komme dann wahrscheinlich nicht mal mit einem Raspberry mit 2 GB an RAM so richtig zu handeln. Da wird es dann schwierig, genau. Also das Thema Immutable, SUSE ist ja auch schon sehr weit in der Entwicklung, aber das Problem ist einfach, im Desktop-Bereich wird sich das nicht so schnell durchsetzen, also im Server-Bereich ja, weil da möchte ich das gerne haben, das Immutable. Im Desktop-Bereich ist das Problem, dass die Interaktion zwischen den einzelnen Programmen ist nicht wirklich gegeben, weil alles einzelne Container sind, die ja eigentlich abgeschaltet sein sollen voneinander und das kriegt man schwer beheiratet. Da haben die meisten Probleme mit der Entwicklung, die Zusammenarbeit der Applikationen. Absolut, genau. Deswegen dauert das noch ein paar Jahre. Ja. Kurze Frage in die Runde. Wer von euch nutzt Immutable-Betriebssysteme wirklich als Daily-System? Desktop.
ich denke, das spricht für sich. Von daher, also ich finde den Ansatz cool, aber bis ich das im Desktop-Bereich durchsetze, ich glaube, das dauert noch. Es hat sich keiner gemeldet. Genau. Also ich glaube, die Leute sind hart auf dem Weg. Die sind da ganz hart dabei und die wollen das auch ganz dringend haben. Diese Community-Rest, also Fedora Core, das wird wahrscheinlich im nächsten Release von Fedora, wird das wohl ziemlich verpflichtend werden, dass man das benutzen muss. Ubuntu ist da noch nicht ganz so weit. Die wollen aber auch dahin, ne? Debian, Ubuntu. Es gibt muss man Vanilla sehen, was sie davon halten. Vanilla OS, hm? Vanilla OS ist jetzt auch ganz, war auf Ubuntu, ist jetzt auf Debian 12. Wobei ich zu Vanilla, wobei ich zu sagen muss, bei Vanilla OS, da müssen die sich erstmal klar werden. Und dann schauen wir mal in 3-4 Jahren nochmal, habe ich das Gefühl. Die brauchen, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. In der Fokus von der Cyber Security, welche Option wäre besser zwischen KVM-Camo oder Docker-Containers zu isolieren? Security zwischen Docker und KVM. Da würde ich fast KVM vorziehen, oder? Weil Docker als Root läuft. Das ist ein ganz heikles Thema. Aber da gibt es unterschiedliche Sachen. Das sind ganz andere Ansätze. Also wenn man das mal vergleicht, Hotsmart macht der LSC-Container, wieder was ganz anderes als Docker-Container. Docker-Container sind relativ gut abgeschottet. Security-Technik ist Docker schon relativ gut. LSC-Container kann man tatsächlich leichter ausbrechen, weil dann einfach viel mehr Kernelnähe da ist und aber auch mehr Funktionen möglich sind. Wenn du wirklich 100% abgeschaltet haben willst, brauchst du nicht vor allem, ob das dann ein KVM ist oder was anderes. Eine KVM hat einen eigenen Kernel, die kann man viel besser abschotten. Bei einem Container nutzt immer deinen Host-Kernel und der Host-Kernel ist einfach das gemeinsam geshared Muster und deswegen ist theoretisch immer ein Ausbruch möglich. Theoretisch. Praktisch nicht so einfach. Deswegen ist eine VM eigentlich per se immer sicherer, weil die kannst du besser isolieren. Das wäre der LCE-Container oder Docker-Container, besteht in Gefahr der Basis. Genau, die Basis ist dieselbe, nutzt den gleichen Kernel. Ne? Mhm. Und da ihr den gleichen Kernel nutzt, kann theoretisch darüber ein Ausbruch geschehen. Weil das tatsächlich möglich ist, aber die Theorie besteht. Für den Stream, für den Stream Quintessenz. KVM ist viel abgeschotteter als VM an sich. Container. Oder VM als Containerisierung. Zum Thema KVM, ich glaube, das ist dann der Kernel von dem Gast, nutzt dieselben Discords wie von dem Hostkernel. Das heißt, es wird trotzdem geteilt. Weil multiplizierbarer ist trotzdem sicherer, weil alles, die ganze Hardware absorbiert ist in einem Container. Und dabei ist es egal, ob es ein ACT-Container oder ein Container D oder CRE oder wie auch immer heißen. Da ist immer das Problem, sobald man dann nichts, das kann ein ganz simpler Exploit sein von einem Paket, das man über NPM oder sonst was installiert. Und wenn der Nutzer in diesem Container halt schon privilegierte Rechte hat, ist das Ausbrechen aus diesem Container verhältnismäßig trivial. Das heißt, man sollte in dem Fall natürlich dann eher in eine virtuelle Maschine gehen. So. Aber das ist halt dann auch als Konfigurationssache. Im Endeffekt kommt es darauf an, wenn ich nicht ein sicheres System habe, muss ich es sicher konfigurieren. Wenn ich, weil meine Docker-Container einen privilegierten Zustand laufen habe, so, obwohl ich es nicht brauche, dann ist es dann unsicher. Und dann bringt es aber auch nichts, wenn ich das alles in eine VM verfällt, dann ist die VM dann unsicher zu sein. Man muss halt die Konfiguration ist wichtig, das essentiell ist. Welche Abhängigkeiten habe ich drin? Wo das, das würde auf keinen Fall der LCL-Container oder Docker-Container als Root laufen lassen. Zum Beispiel. Gar kein Warum? Was muss aufs Root laufen? Die Datenbank muss auch nicht aufs Root laufen. Es muss nichts aufs Root laufen. Ganz selten hat man was, wo man außerhalb des von Container in den Container irgendwelche Privilegien haben muss, um halt nach außen was allgemein. Ich muss uns leider unterbrechen, weil die Zeit ist vorbei. Genau. Wir brauchen eine Umbaupause. Ja. Ich denke aber auf jeden Fall, wir können uns ja nochmal am Flur jeweils nochmal unterhalten und vielleicht haben sich ja nochmal ein paar gefunden, um sich da einfach nochmal zu unterhalten. Man kann ja beispielsweise sagen, okay gut, jeweils der Vordermann bzw. Hintermann, wenn ihr euch mal umdreht bzw. nach vorne schaut, dann könnt ihr euch ja einfach mal unterhalten und einfach mal ins Gespräch kommen und vielleicht findet man ja einen coolen neuen Kontakt und kann sich nochmal schön, ich sag mal, hier unterhalten. Genau, dafür sind wir hier. Sprecht uns natürlich auch immer an.
Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Nö, also kommt gerne in den nächsten Tagen wieder. Uns gibt es zu dritt auch nochmal morgen oder übermorgen? Übermorgen. Morgen. Scheiße. Morgen. Morgen. Genau. Morgen. Beim Tux Flash Live, auch Premiere. Genau. So, okay. Dann sind wir fertig hier und Umbaupause. Ciao. Ciao.